Ja, das ist eine der drei Sachen, einer der drei Beiträge, die leider nie das Licht der Welt erblickt haben. Wie man sehen kann, es geht um Skull Monkeys. Dieser Kollege hier kennt vielleicht den einen oder anderen von euch. Zwei Titel sind erschienen, Skull Monkeys und The Neverhood. Beides fantastische Titel, wirklich super gute Titel, die wir irgendwann ausgraben werden. Die Idee war auch, dass wir, ja, wie man sieht, ein Studio aus Knete haben. Wahnsinnig detaillierte Moderatoren aus Knete. Man beachte vor allem die Schuhe. Sie können nicht mal richtig stehen, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das ist jetzt, glaube ich, wie lange ist das her, Ian? Zwei Jahre. Man sieht, alles ist so ein bisschen schon kaputt. Unter Simons Hose ist, man glaubt es kaum, nichts. Da ist nämlich ein kleines Metallgerüst drin. Und so sollte das später alles aussehen. Wir haben tatsächlich nochmal schönere Figuren gemacht. Die habe ich hier. Da, 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 da. Nicht den anderen zeige ich gleich. Hier kann man wunderbar erkennen, wer das wohl sein soll. An den Haaren, der überaus männlich markanten Gesichtsstruktur und den riesigen Ohren. Das ist Budi, ne? Ja, ist eindeutig Budi. Nee, Budi, pass auf, willst du mal deinen sehen? Ich habe ja irgendwann angefangen, das zu machen, da ging es noch, aber bei Budi habe ich aufgehört. Immerhin die Schlitzaugen. Mann, du, das ist der hässlichste, das macht gar keinen Sinn. Aber ich habe breitere Schultern. Also ja, das waren die Anfänge. Schon nicht. Aber man kann sich bewegen, komm, nimm doch mal gerade, hier, komm. Reingehauen, komm, give me five. Ich glaube, meine Hand ist abgefallen. Aber es funktioniert. Guck, und das Ganze sollte dann eben so, das steht nämlich jetzt auch. Da sind eben die Füße mit Gewichten und so. Und wenn hier jetzt Knete drüber wäre, könnte man sagen so, haut rein und könnte hier so eine Animation machen. Und die beiden können sogar nebeneinander stehen. Sieht ja aus wie, sieht im Grunde aus wie Simon und Budi. Ist eins zu, du hast nicht mal eine Hand. Wir können doch hier den Kopf drauf klatschen. So. Ja, warum ist es nichts geworden? Es ist nichts geworden, weil wir faule Schweine sind. Und in diesem Fall muss ich tatsächlich alles auf mich nehmen. Ich wollte nämlich diese Puppen fertig machen, vom Gesicht her. Und dann wollten wir eben alles nochmal verkleiden quasi, sprichwörtlich einkleiden. Und das dann drehen, nur im Laufe der Zeit. Ich habe zu lange gebraucht und jetzt ist, man sieht ja, guckt euch allein nur mal dieses Sofa an, wie ekelhaft versifft. Obwohl, es ist so versifft wie in echt, Budi. Es ist eigentlich jetzt noch authentischer. Als vorher. Da. Guck dir das mal an, Jay. Willst du dich da draufsetzen? Nee, gell? Auch schön. Also am tollsten finde ich die kleinen Details wie unsere Plasmen, die einfach im Laufe der Zeit auch angefangen haben zu schmelzen. Die sahen am Anfang noch richtig gut aus. Man, im Laufe der Zeit. Welcher arme Praktikant hat das eigentlich damals alles geknetet? Weißt du? Fünf verschiedene Praktikanten. Dojung, Carsten, Kisichi. Was machen Sie jetzt hier? Was ist denn mit Simon passiert? Ich mache jetzt die Bekannte, die auf diesem Foto verborgen dahinter ist. Die Figuren an sich sind eigentlich ziemlich easy, weil es ist, wie man sehen kann, eigentlich nur so ein Drahtgittermodell. Da sind einfach nur einzelne Drähte zusammengedreht, sodass sie eben so ein bisschen stabiler sind. Dann nimmt man Super Sculpey, das ist so eine Modelliermasse. Das ist eben dieses Zeug, was hier so, ja, was eben auch so aussieht wie gebrannt, weil das ist im Ofen gehärtet. Und dann ist es ziemlich fest, aber man kann hier schon, man kann hier nicht viel abbrechen oder so. Auch hier die Frisur, wie beim Original, sitzt perfekt. Ja, schön. Und dann macht man hier so kleine Gelenke ran, also indem man versucht, so ein bisschen wie bei der echten Anatomie eben Stellen einzubauen, die man bewegen kann und Stellen, die man nicht bewegen kann. Hier hat jemand offenbar nicht die geringste Ahnung von der Anatomie gehabt, denn er hat die Kniescheiben, die eigentlich beweglich sein sollten, gehärtet. Weshalb? Also stellt euch vor, wenn eure Kniescheiben sich nicht bewegen könnten, aber über und unter der Kniescheibe wäre es beweglich. Wie würden Stühle aussehen? Ich weiß es nicht.
Naja, auf jeden Fall, das sind auch nicht von mir, sieht man an der Farbe. Ist ach so, auch, es ist nicht von mir. Das sind deine. Das sind deine. Guck, was ist denn hier drunter? Was ist denn? Oh, das ist weiß. Da, guck mal. Das sind deine Figuren. Diese Gelenke, wie man hier sehen kann, hier an diesem kleinen Stück, ich weiß nicht, ob man da überhaupt nah genug ranfahren kann, ist es schon gebrochen. Und, ups, ist es schon hier am Ellbogen. Sieh, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Ist schon alles gebrochen und das bedeutet, dass man diese Bewegung, die man ja recht oft machen muss, weil so eine Bewegung, einmal nach oben Arm, ist ja dann immer minimal bewegen und dabei werden diese Drähte ständig bewegt und irgendwann brechen sie einfach durch. Und es war schon abzusehen, dass wir niemals fertig werden damit. Das andere Gelenk hier ist auch schon rausgebrochen. Das heißt, wir müssten alles nochmal neu machen und besser. Und deswegen haben wir dann lieber gedacht, scheiß drauf. Das habe ich gekriegt. Ja, Budi ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Wir haben sogar noch die alten Treatments, also die alten Moderationen, die wir dann hier als Knetmännchen in dem Knetstudio mit dem Skull Monkey-Kollegen zum Thema Skull Monkey machen wollten. So, so war das damals geplant. Wir sitzen hier schön auf dem Sofa. Wie immer, wo ist denn Budis Kopf? Ja. Es ist, als wäre es ein Foto. Also, Applaus, Chapeau. Auch die Hose sieht ähnlich zerfetzt aus wie meine echte Hose. Naja, gut. So sollten wir auf dem Sofa sitzen und sollten über Skull Monkeys reden. Man merkt da natürlich schon, es ist in Knete. Also scheint das Spiel ja auch irgendwie sowas damit zu haben. Und dann der Skull Monkey reingekommen. Nee, wie heißt der dicke? Clayman, genau, Clayman wäre reingekommen. Und hätte... wie es unsere Art ist, wenn er denn stehen könnte. Erstmal die Jungs alle gebatscht, hätte Budi wahrscheinlich den Kopf abgehauen und dann hätten wir ein Interview mit ihm gemacht, auf typisch Clayman-Art. Also wer Skull Monkeys kennt und wer The Neverhood kennt, die reden ja auch eigentlich nicht. Also die reden ja nicht, sondern die machen und so ähnliches, also Geräusche, so ein bisschen wie Zelda und ähnliches. Und alle anderen drumherum reden. Deswegen hätten wir das auch genauso gemacht. Hätten das Spiel damit ein bisschen vorgestellt und hätten halt mit Knete rumspielen können, aber das hätte, glaube ich, richtig lang gedauert. Und dann hat man hier auch ständig einen Schattenwurf, der sich ja je nach Tageszeit ändert. Das heißt, wenn ihr morgens anfangt und die ganze Zeit knipst, merkt ihr irgendwann, wenn das Video zu Ende ist, dass ihr hier so einen Zeitraffer habt und man eben sieht. Also es ist ganz wichtig, Beleuchtung, feste Kamera, die auch nie angefasst wird. Und ein bisschen mehr Talent zum Kneten als Kollege Ian, der halt es einfach versucht hat. was gibt es noch zu sagen? Genau, wir haben tatsächlich auch schon Probeaufnahmen gemacht, die zumindest ganz rudimentär zeigen, was wir uns vorgestellt hatten. Das mit einer Kamera, also mit einer normalen Fotokamera einfach gemacht. Das heißt, Kamera natürlich hier irgendwie aufgestellt, dass jetzt die Kamera dann immer einzeln bewegt, immer ein Foto gemacht, das Ganze dann zum Film. Ihr kennt das ja, ist unglaublich aufwendig und sieht am Ende auch leider scheiße aus. Aber trotzdem zeigt es, dass wir es versucht haben. Und das ist ja alles.